Meistens ist die Ratte dein bester Freund, leider. Der nicht nur dich, sondern auch deine Mom enttäuscht. Aha. Ihr habt zusammen gegessen, ihr habt zusammen geschlafen. Paar Jahre später muss er dich dann verraten. Er lässt dich hängen, schaut dich nicht mal näher an. Du schenkst ihm vor Gericht nur einen Augenzwinkern. So schaut's aus. Deckst dir deinen Teil, fängst vor Wut an zu zittern. Du dachtest, in deiner Familie gibt es keine Zinken. Niemals! Falsch gedacht, der Bruder wird zum Feind. Es ist nur noch die Unterschrift, die euch beide vereint. Denn er hat ausgepackt, auf alles gekackt und macht ein Deal mit der Staatsanwaltschaft. Auf dem Basketballplatz hast du ihn vor jedem beschützt. Heute hat er jede Info gegen dich genützt. Aber keine Sorge, nach der Ebbe kommt die Flut. Die Straße ist bereit für jeden, der Krieg sucht. Ja, wir sind immer noch so, ja, wir ändern uns nicht. Du wirst zu Bitch, wenn du vor Gericht sprichst. Du kannst mir drohen mit deinen 31 Freunden. Ich chill lieber hinter Stacheldrahtzonen. Ja, wir sind immer noch so, ja, wir ändern uns nicht. Du wirst zu Bitch, wenn du vor Gericht sprichst. Du kannst mir drohen mit deinen 31 Freunden. Ich chill lieber hinter Stacheldrahtzonen. Er spricht mit dem Brunnen, denn er will Karriere machen und lässt noch 3-4 andere verhaften. Vor Gericht macht er dann noch den Grundzeugen. Die Justiz fickt ihn und er muss sich vorbeugen. Er genießt es, er ist Richters Liebling. Die Pfeife von damals kann auf einmal singen. Keine Brüder, Bartos oder Bratkos, die in den Rücken stärken. Ab heute leidet dieser Bastard nur noch unter Rückenschmerzen. Muss aufpassen, egal wo er geht oder steht. Wo ist er? Denn er hat auf der Straße seinen eigenen Haftbefehl. Er beantragt vor Gericht die Ratte Zeugenschutz und verbunkert sich in irgendeinem Unterschlupf. Nach und nach wird einer nach den anderen verhaftet. Dieser Judas hat sich erfolgreich vermarktet und sein Marktwert steigt und steigt für jede Person, auf die er mit dem Finger zeigt. Ja, wir sind immer noch so, ja, wir ändern uns nicht. Du wirst zu Bitch, wenn du vor Gericht sprichst. Du kannst mir drohen mit deinen 31 Freunden. Ich chill lieber hinter Stacheldrahtzonen. Ja, wir sind immer noch so, ja, wir ändern uns nicht. Du wirst zu Bitch, wenn du vor Gericht sprichst. Du kannst mir drohen mit deinen 31 Freunden. Ich chill lieber hinter Stacheldrahtzonen. Es geht weiter, Beförderung zum V-Mann. Denn er hat Angst vor der Abschiebung, er will nicht ins Ausland. Warum? Deutschland ist für ihn seine Heimat. Deshalb Kooperation mit dem Freistaat. Aber alles, was frei macht, hat er aufgegeben. Alle seine Jungs hocken hinter Gitterstäben. Alle. Nur eine Sache hat die Ratte nicht bedacht. Irgendwann kommt jeder aus dem Knast. Irgendwann Schachmatt, ab heute ist Sense. Die Geschichte nähert sich dem Ende. Irgendwann erlischen auch die hellsten Sterne. Er stirbt tragisch bei einem Autounfall. Keiner hat was gesehen. Was für ein Zufall. Keiner kommt zu seiner Beerdigung. Ich geb ein Fick auf eure Täterbelehrung. Und den Paragraphen könnt ihr wirklich stecken lassen. Keiner will freiwillig ins Haifischbecken fassen. Ja, wir sind immer noch so, ja, wir ändern uns nicht. Du wirst zu Bitch, wenn du vor Gericht sprichst. Du kannst mir drohen mit deinen 31 Freunden. Ich chill lieber hinter Stacheldrahtzonen. Ja, wir sind immer noch so, ja, wir ändern uns nicht. Du wirst zu Bitch, wenn du vor Gericht sprichst. Du kannst mir drohen mit deinen 31 Freunden. Ich chill lieber hinter Stacheldrahtzonen.